Yo, welcome back, liebe Leute, zurück zu Minecraft. Und ich bin hier immer noch vor dieser Truhe. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Hier haben wir auch noch wieder schön, schön Eisen. Das nehmen wir gleich auch mit. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch was, ne? Wir bauen das einfach erstmal so ab. Dann können wir die Truhe auch direkt mit. Oh, wow, mitnehmen. Und, oh, das war jetzt natürlich blöd, aber egal, dann setzen wir da einfach eine hin. Hatte ich jetzt, ach so, zwei Kohle habe ich ja gefunden, das reicht ja wieder, um auch Fackeln zu machen. Dann nehmen wir erstmal noch das Holz mit. Dann machen wir das noch hier schön ein bisschen weg. Dann gucken wir mal hier rein, was haben wir denn? Melonensamen, oh, auch nicht schlecht. Kürbissamen, okay, und Kohle, ja, nice, und Brot. Dann nehmen wir die Truhe auch mit. Ja, das finde ich echt geil, dass man hier echt allen Scheiß einstecken kann. Oh, wo sind wir denn jetzt schon wieder hier durchgekommen? Eieie. Hallo. Aber das können wir direkt mal mitnehmen, ne? Oh, da ist Kohle und. Oh. Oh, da ist Kohle und ja. Da können wir doch einfach. Waren wir da schon? Ich weiß es gar nicht, ey. Doch klar, das ist, wenn wir. Ey, was mache ich denn jetzt hier? Mach mal so. Oh! Oh, fuck! Fuck! Mach das nicht nochmal! Okay. Wie komme ich von da wieder hoch? Ich weiß es gerade nicht. Warum ist hier so. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir gerade orientieren. Und da habe ich doch. Oder ist hier so ein Dings explodiert, ey? Das ist ja. Das sieht ja wild aus. So, wir machen hier erstmal weiter. Ach so, hier war noch. Oh, hier habe ich noch ein bisschen was vergessen. Ja, hier habe ich jetzt alles weg. Okay. Warte mal, dann wollte ich noch hier weitermachen erstmal kurz. Na geil, das ist jetzt natürlich alles runtergefallen. Aber da unten sieht es auch interessant aus. Da haben wir nochmal Eisen. Okay, das war die der Faden. Okay, dann machen wir hier erstmal weiter. Oh, das sieht gut aus. Aber da ist schon wieder Wasser. Aber irgendwas. Was hat das mit diesen komischen Viechern da auf sich in diesen Käfigen? Das frage ich mich. Scheiß drauf, wir nehmen erstmal alles mit hier. Oh, sehr schön. Holz, so viel Holz, das ist schön. Das ist richtig, richtig schön. Da oben haben wir, glaube ich, noch Kohle. Da müssen wir gleich mal ein bisschen Licht machen. So, das machen wir weg und dann gucken wir erstmal noch, was wir hier so haben. Ja, das war's schon. Schade. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ein bisschen Licht. Oh, da haben wir auch noch eine Truhe. Nice. Oh, diese schöne Musik wieder. Kann man. Was sind das hier? So Moossteine oder was? Kann man das auch kaputt machen? Gebracht. Bemooster Stein. Okay, cool. Oh, lol, ein Sattel. Was mache ich mit dem Sattel? Kann ich hier auch irgendwo rumreiten? Eimer, nice. Kakaobohnen. Faden, okay.
Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, vielleicht jetzt mal reingucken. Weizen. Okay, Kakaobohnen. Noch einen Sattel. Scheiße, ich glaube, ich muss ja erstmal wieder hoch, weil ich habe keinen Platz mehr hier. Was ist da denn? Gold. Na, hier haben wir uns natürlich echt die richtige Stelle ausgesucht. Eisen haben wir hier auch noch. Das ist eigentlich geil, ey. Also mit den Truhen finde ich ja echt cool, dass man hier zwischendurch so welche Truhen erstmal findet. Das finde ich nicht schlecht. Ja, hier haben wir nochmal ein bisschen Kohle. Den nehmen wir natürlich mit. Oh, das ist richtig viel, oder? Da müssen wir ja schon ein bisschen buddeln wieder. Nehmen wir hier noch was weg. Ah, da ist noch mehr, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Das war's noch nicht. Aber ich muss unbedingt wieder Fackeln dann machen. Ah, ein bisschen Platz habe ich noch. Also ein bisschen können wir noch mitnehmen. Ich glaube, das war es dann gleich. Jo. Da ist nichts mehr. Also diese moosbefleckten Steine, die muss ich mitnehmen. Da kann man echt schön was mitmachen. Alles, alles meins. Meins, 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 meins. Da geht's nicht weiter, ne? Nö. Aber die nehmen wir auch noch mit hier. Hey, mein Gott, was es hier alles gibt, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Anscheinend war ich da schon mal. Okay, ah, ich kann mich, glaube ich, daran erinnern. Ja, da war irgendwas. Mache ich das erstmal wieder zu, ja, so ein bisschen, weil bevor ich dann gleich wieder irgendwie da reinfalle. So. Ja, hier mache ich auf jeden Fall ja als nächstes weiter. Hier habe ich keine Chance jetzt erstmal, wenn meine Taschen voll sind. Ich weiß nicht, geht das eigentlich, wenn ich jetzt speichere und mich wieder quasi einlogge, dann starte ich doch in meinem Häuschen, oder? Nein, scheiße, ich dachte, ich komme da wieder ins Haus rein, ey. Müssen wir ja doch zurücklatschen. Blöd. So, das haben wir aber noch mit. Scheiße, wo kam ich denn? Hier, ne? Jo. Also, ich verliere echt leicht die Orientierung. Das ist gerade noch so ein bisschen das Problem. Das kann man später auch noch abbauen. Sehr schön. Ja. Lalalala, dann machen wir jetzt erstmal die Taschen wieder leer. Und es regnet, oder? Jo, 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 jo. Hab ich doch schon wieder gehört, Mensch. Wir könnten ja theoretisch eigentlich gleich das hier so ein bisschen verbauen, ne? Kann ich nicht draufhüpfen? Das ist doch blöd.
So. Nein, 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 nein. Das war schon mal falsch. Das war schon mal falsch. Oh, jetzt hört es wenigstens auf zu regnen. Obwohl, wisst ihr, ich habe da so eine ganz coole Idee eigentlich. Ups. Oh. Okay, das geht schon mal nicht, aber dann machen wir das erstmal von hier. Zack. Zack. So. Muss ich mich halt so, oder ich könnte eigentlich auch von drinnen das machen. Und mich dann nach oben. Ja, ich glaube, das ist einfacher. Versuche ich das mal gerade. Ach scheiße, ich muss ja nach oben. Vorsicht. Aber hier brauche ich eigentlich gar nicht rausgehen, weil hier ist ja die Treppe. Das heißt, ich müsste hier mehr oder weniger so einen Ausgang machen. Mach das erstmal weg, ey. Diese Geräusche, die sind irgendwie geil, ich weiß auch nicht, ey. Okay, dann machen wir erstmal so, dass ich hier ein bisschen rauskomme. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist, irgendwie komme ich hier nicht über diese scheiß Zäune rüber. Ah, Elo, Elo, du machst echt nur Scheiße. So, haben wir das, das. So. Haben wir das, 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 das. So, dann machen wir hier noch ein bisschen so. Zack, zack. Ach, Scheiße. Also irgendwie habe ich es da noch nicht so richtig. Es will noch nicht dahin, wo ich hin will. So, okay. Dann hätten wir das. Hier haben wir. Okay, das machen wir aber dann. Ach man, Scheiße, ey. Jetzt muss ich wieder hier ganz rum, oder was? Also da muss ich mir echt mal so ein Tor reinbauen oder so, glaube ich, weil das ist sonst ein bisschen kacke. Lalalalalala. Und noch einmal hier. So. Das ist ja schon mal eigentlich ganz cool. Und jetzt dachte ich mir, ich mache das so, dass ich da Glas reinmache. Ich dachte, das sieht. Oh, warte mal, wir müssen hier hoch. Ich dachte mir, sowas sieht vielleicht ganz cool aus. Wenn wir hier so einen Glasboden reinhauen. Okay, weil dann haben wir hier einen schönen Balkon mit den Türen. Da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie mache. Und vielleicht machen wir hier dann so einen Stein. Mauer, so. Ja, vielleicht wäre noch cool gewesen, wenn wir einen nach vorne gehen, aber das Problem ist, weil da ist schon wieder der Weg, oder den müssen wir irgendwann mal versetzen. Warte mal, muss ich mal gucken. Obwohl, irgendwie gefällt mir das noch nicht ganz. Von den Pfeilern her irgendwie, die sind mir irgendwie ein bisschen fett, ne? Ich weiß nicht. Oder wir machen da einfach anderen Stein hin. Aber ich muss jetzt erstmal nochmal hier so ein bisschen Pflasterstein brauchen wir nicht.
Pflasterstein, diesen bemoosten Stein, den tue ich jetzt erstmal hier. Ah, diesen Sattel und diesen ganzen Krempel, wo, wozu, wozu, wozu? Was haben wir denn so für Materialien, Mensch? Ah, hier waren auf jeden Fall Holzbretter drin. Dann tun wir die auch mal wieder da rein. Was haben wir denn hier noch? Erde, Erde, Erde. Kies, den können wir auf jeden Fall da reinpacken. Ja, was machen wir da? Pflastersteine haben wir hier noch. Das gefällt mir nicht so ganz da. Oder wir machen da einfach Zaun hin. Ich glaube, das könnte besser aussehen, wa? Machen wir das einfach alles wieder weg. Das habe ich schon bestellt. So, dann machen wir einfach mal. Ich glaube, das sieht dann eher aus wie ein Balkon, als wenn wir da überall diese komischen Steine hinhauen, ne? Ja, das sieht doch schon mal besser aus, oder? Wenn wir jetzt noch drüber hüpfen könnten, wäre das perfekt. Da muss ich mal einmal gucken. Ja, das sieht doch schon mal wieder schöner aus, ne? Jetzt müssen wir uns nur überlegen. Eigentlich müssten wir da noch ein bisschen was dran machen. Und zwar, ja, jetzt muss ich auch mal gucken. Hier drunter ist der. Soll das vielleicht da wieder zumachen, weil dann irgendwie, dass das von vorne einigermaßen gleich aussieht. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir hier für eine Tür rein? Wenn wir jetzt wieder, ob ich jetzt irgendwie, Frage, echt. Ob ich das erstmal so lasse oder. Auf jeden Fall müssen wir hier Licht machen, weil das ist sonst irgendwie zu dunkel. So. Und da, ich weiß nicht, da muss ich noch mal gerade ganz kurz gucken. Das sieht schon eigentlich nicht schlecht aus. Ja, oder? Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ja, hier diese Dinger, die müssen wir eigentlich wegmachen. Ups. Und dann müssen wir hier überall eigentlich diesen Zaun hinsetzen. Das Problem ist, dass wir nicht so viel haben, dass ich hier einmal rumgehen kann. Aber da müssten wir dann einfach mal in diese Mine wieder rein. Und dann denke ich mal, wäre das vielleicht nicht schlecht. So. Naja, es sieht schon besser aus. Aber ich sollte vielleicht doch den Weg 3 breit machen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier auch noch einen Zaun hinmachen würden, ich glaube, dann wäre das ein bisschen eng. Das werde ich, glaube ich, dann auch mal machen als nächstes. Jetzt verbauen wir erstmal hier den Zaun. So. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Und gucken wir noch mal kurz hier drinnen nach. Die Schienen können wir mal rausnehmen. Was war das nochmal? Lehm. Achso, jo. Ich glaube, diese ganzen Samenzeug, das müssen wir mal Weizen. Ich wollte mir dann auch ganz gerne mal irgendwie ums Haus ein paar Felder anbauen.
Warte mal, mit dem Eimer. Keine Ahnung, wozu man den Sattel braucht. Man da irgendwie so eine Kuh reiten kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Oh, hier haben wir noch Zaun. Geil. Ja, den nehmen wir doch gleich mal mit hier. Ja, perfekt. Dann können wir das hier einfach noch mal schnell fertig machen. Ein bisschen Zeit habe ich auch noch. Und dann haue ich den einfach mal da drumherum. Dann haben wir das auch fertig. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. So. Das ist doch nicht schlecht, oder? Dann haben wir das auch. So, jetzt will ich mal mit dem Eimer ausprobieren, ob ich da jetzt wirklich Wasser mitmachen kann, nehmen kann. Jo, das geht sogar. Hier, das sieht ja auch noch alles ein bisschen merkwürdig aus. Das müssen wir dann mal. Ach so, das kann man einfach so nehmen und dann quasi dahin machen. Das irgendwie verstehe ich das jetzt nicht ganz so. Ach so. Ach so, das kann man wegnehmen und wieder hin tun. Okay. Ah, muss ich mir mal. Weil ich wollte ja ganz gerne hier Wasser reinmachen. Ach so, das muss ich noch auch noch fertig machen. Okay. Ein bisschen viel Wasser. Warte mal. Müssen wir vielleicht so ein bisschen da. Geht das nicht runter? Okay, Elo, das war vielleicht nicht so gut. Dann muss ich da wieder ein bisschen wegnehmen. Okay, irgendwie ist jetzt alles weg. Das ist blöd. Also das muss ich mir noch mal irgendwie. Scheiße, ich brauche Sandstein. Achso, den habe ich jetzt da rausgenommen. Ach, Kacke. Naja, egal. Auf jeden Fall scheint das ja zu funktionieren, oder? Ich müsste diese Platten wegmachen. Ah ja, das wollte ich eigentlich nicht. Man ist hier überall irgendwie am Basteln, ne? Naja, ich muss ja eh noch Sandstein holen. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann. Ja, oder? Ich mache hier einfach so einen Zaun drum. Weil der ist zu hoch, das sieht dann kacke aus, ne? Nee, da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Okay, das lasse ich jetzt erstmal so, bevor ich hier jetzt auch wieder anfange und nichts geschissen kriege. Ja, unser Haus sieht ja schon mal nicht schlecht aus, finde ich. Also, das gefällt mir so mit der Terrasse und so. Dann machen wir da noch irgendwie vielleicht so ein kleines Dach, mache ich da irgendwie noch drüber. Jo, das ist schön. Hier mit dem Glasboden gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Jo, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht hier auf diesen freien Plätzen irgendwie, dass wir uns hier so einen Weg bauen, dass wir links und rechts vielleicht mal ein paar Felder machen, wo wir dann was anbauen können. Ja, hier geht's auch schon wieder ziemlich tief runter. Ach du Scheiße. Okay, da geht man nicht so nah ran. Müsste ich das vielleicht mal auch mal zumachen, aber das sieht ja schon mal eigentlich nicht gerade schlecht aus, finde ich. Kann ich eigentlich sehr zufrieden sein. So, dann machen wir da erstmal zu. Dann würde ich sagen, mache ich das Eisen noch hier rein. Die Kohle behalte ich erstmal, weil dann können wir noch mal ein paar Fackeln bauen. Und das Zeug hier, warte mal, das muss ich jetzt erstmal ausprobieren.
Ich glaube, das ging so. Ja, genau. Dann haben wir Wolle. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, so geht also Wolle. Hier war nichts Wollemäßiges drin, aber hier. Ach, das kloppe ich jetzt auch einfach mal hier rein. Das Brot, haben wir hier irgendwo ein Brot drin? Ach, keine Ahnung. Okay, das war das Zeug. Achso, Truhen habe ich noch drei Stück. Warte mal, die kann ich da unten auf jeden Fall reinkloppen. Den Zaun, den lasse ich jetzt erstmal hier. Den Eimer auch. Pflasterstein, ach scheiß drauf, den packe ich jetzt auch mal hier rein, dass ich schon mal wieder was frei habe für unser nächstes Projekt Richtung Mine. Ich würde sagen, da gehen wir auch direkt mal wieder rein. Hey, das wollte ich nicht. So. Das heißt, warte mal, wie weit können wir denn da? Wir müssen da auf jeden Fall einen runterkommen. Dann müssen wir, sag ich mal, vielleicht bis hier das alles so ein bisschen abbauen. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ungefähr, ja. Ich denke mal, das ist eine ganz coole Sache, wenn wir dann hier einmal rumrum so ein bisschen tiefer gehen. Ja, und dann können wir irgendwann da auch nochmal weitermachen. Also es nimmt ja langsam Form an, finde ich hier, ne? Es nimmt zwar alles super viel Zeit in Anspruch, aber an den Dings lasse ich erstmal da stehen, die Werkbank. Aber wir kommen voran. Da kann man nichts sagen. Wenn wir hier dann erstmal unsere Felder haben, unser schönes Haus hier ausgebaut haben, dann machen wir hier vorne erstmal noch so ein Blumenbeet oder irgendwas. Ich denke mal, das kann dann ganz schick werden, oder? Ja, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Gut. Ja, diese Zaungeschichte, die müssen wir dann hier auch weiterführen, aber ich werde auf jeden Fall diesen Weg noch breiter machen, also auf drei Sandsteine. So, hier auch drei haben und dann, weil das jetzt sonst einfach zu eng war. Wie gesagt, links und rechts diese Zäune machen, was ich eigentlich machen wollte, aber dann ist das ja hier echt super eng, ne? Und da man über die Zäune anscheinend nicht drüber springen kann, ja, nee, finde ich ein bisschen blöd. Da müssen wir dann das nochmal wegmachen. Aber das geht ja schnell. Das kriegen wir schon hin. Gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier und mache, erstmal ein Cut und wir sehen uns dann, hoffe ich, im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mir ja auch mal eure Vorschläge so ein bisschen in die Kommentare schreiben oder mir auch eine persönliche PM schreiben, wenn ihr das nicht in die Kommentare schreiben wollt. Was ich noch so bauen kann oder schickt mir irgendwelche Links, meinetwegen auch von irgendwelchen anderen Sachen von euch oder was ihr gesehen habt oder so, was man mal nachbauen könnte. Wenn mir da Sachen gefallen, die dabei sind, würde ich das auf jeden Fall machen, warum nicht? Ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.